Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir können erstmal ein paar Upgrades machen. Habe ich ja gesagt, machen wir in diesem Part. Ich glaube, ich upgrade die Waffe. Schussfrequenz und Rückstoßstabilität. Nee, Schussfrequenz. Schussfrequenz ist besser. Jetzt können wir hier nichts mehr upgraden, aber wir haben noch zwei Fähigkeitspunkte, die wir verteilen können. In, ich glaube, Überlebender. Was haben wir denn hier alles? Ihre Überlebensinstinkte zeigen Relikte, Dokumente, Monolithe und Truhen in der Nähe, sogar durch solide Mauern hindurch. Krypta-Eingänge werden auf der Karte dargestellt. Oh, das ist geil, das nehmen wir auf jeden Fall. Verbessern Sie Feuerpfeile, um die Reichweite des Brandsatzes beim Einschlag zu vergrößern. Erhöhen Sie die Größe und Dauer der Giftwolke, die durch Giftpfeile erzeugt wird. Verbessern Sie Granatenpfeile, um beim Einschlag zusätzliche Sprengladen freizusetzen. Hm, das ist auch nett. Fortschrittlichere Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Okay. Ah, das ist auch nett. Was haben wir hier? Leichte Herausforderungsobjekte? Nee. Ja, das ist auch nett. Was haben wir hier erstmal? Munition zum... Oh. Ja. Mehr Munition. Ist natürlich geil. Was können wir hier eigentlich? Irgendwie Munition? Können wir hier Feuerpfeile uns erstmal herstellen? Mache ich erstmal ein paar. Sind wir voll und Pfeile mache ich auch mal voll, genau. Und Ausrüstung. Können wir hier überhaupt irgendwas verbessern? Nee, dafür brauchen wir viel mehr Fell. Ah. Okay. Pistolenmunition, Gewehrmunition, mehr Pfeile, Ressourcen, okay. Schrotflinte. Eigentlich wäre das ganz geil, ne? Wir brauchen also 10 Leder, beziehungsweise Fell. Insgesamt brauchen wir also 25 Fell. Das heißt, wir brauchen noch 22 Fell. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mal wem begegne, dann... Oh. Oh. Hab ich? Ich hab doch Granatenpfeile. Ups. Genau. Ups. Falscher Pfeil. Ja, nice. Sehr geil. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Das könnte natürlich... Oh. Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Da. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Alter, das ist so cool. Wow. Unglaublich.
Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Och nee. Jonah ist ein Gott. Oder nein. Lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Okay, Jacob wird, denke ich mal, überleben. Und ich hoffe, Jonah wird das auch, ey, ohne Witz. Alter. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Ah, danke. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Okay, dann wir. Diesen kleine Weile in Holzoberflächen, um Orte zu erreichen. Okay. Nice.
Das ist nett. Das sind nette Pfeile. Ich habe irgendwie nicht erwartet, dass wir die hier kriegen, aber okay. Finde ich ganz cool. Können wir irgendwas upgraden? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Doch, wir haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn sie glauben, dass er etwas weiß, lassen sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält bis... Ja, er wird durchhalten. Achso, voll aufladen, stimmt. Zack. Achso. Dahin? Ich hau noch einen hier oben rauf. Ah. Durch den Einschlagradius werden die... Ah. Okay. Das ist interessant. Die gehen kaputt durch den... Durch das Einschlagen der Pfeile, okay. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Achso. Hab ich da hinten noch irgendwas vergessen? Hier kommen wir nicht lang. Da noch irgendwas? Ja, die Karte. Oh. Die Karte will ich schon ganz gern haben. Ich will ja eigentlich noch den letzten Eingang zur... Krypto-Dings finden. Das habe ich auch übersehen. Nice. Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Das nenne ich... Ein wahren Freund, ohne Witz. Das ist ein wahrer Freund. Ein Typ, auf den man sich verlassen kann. Ein loyaler Mensch, so. Das ist so cool, hier runterzurutschen, ey, ohne Witz. War hier hinten nicht dieser eine Shop? War das nicht hier? Da muss ich hin, ne? Warte mal. Da kann ich den Pfeil, das anbringen, genau. Warte mal, was sehe ich denn hier alles so? Da oben ist irgendwie was, okay. Da ist was. Da liegt was. Da unten ist was, okay. Noch irgendwie was, sogar durch dicke Metallmauern oder Felswände kann man Truhen und so finden, ne? Das heißt, ich glaube, ich habe hier keine mehr. Was ist da denn? Ich hab's nicht erkannt. Ha. So, irgendwo hier war doch dieser Laden. Oder nicht? Ja, der war doch da. Ah, der war da oben. Ja, stimmt. Der war doch da oben. Stimmt, stimmt. Also wieder zurück. Also wieder zurück. Da hoch. Wenn ich da noch hoch komme. Hier rüber. Ich glaub nicht. Ja, gut. Hopp. Hopp. Kam ich hier rüber da hoch? Ich bin mir gar nicht so sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, nein. Ja, hier ist noch Munition, die nehme ich gerne mit. Ach, wir sind voll, okay. Kam ich hier irgendwie... Was ist das? Geil. Okay. Cool. Noch was gefunden.
Gut, dass ich hier runtergesprungen bin. Gut, dass ich hier runtergesprungen bin. So, aber wie komme ich da jetzt wieder hoch? Das ist meine Frage. Ja, die muss ich ja auch alle zerschneiden, ne? Irgendwie. Genau. Schneiden sie alle Sowjetflaggen durch. Okay. 7 Stück. Upsi, ich wollte... Na, ich wollte nicht runter. Da komme ich wieder aufs Dach. Wie kam ich denn nochmal da oben hoch? Shit. Scheiße. Wäre mal interessant zu wissen eigentlich. Muss ich ja so ein bisschen zugeben. Erstmal hier hoch. Was auch immer mir das bringt. Über das Seil? Nee, auch nicht. Über den Weg hier einfach? Ich hab keine Ahnung, Mann. Hatte ich mir das schon durchgelesen? Die Grammatik ist etwas primitiv, oh. Aber ich denke, sie weist auf ein Versteck hin. Ja, da oben ist ein Lagerfeuer, genau. Münzversteck entdeckt, okay. Gut zu wissen. Da oben hatte ich ein Lagerfeuer. Wo ich jetzt auch mal eben hingehen werde. Zack. Und zack. Nein! Jetzt aber. Danke. Aber warte mal, wie? Was? Ich muss da hinten hin? Hä? Okay, so langsam bin ich verwirrt von diesem Ort hier. Dieser Ort hier ist einfach verwirrend. Einfach so verdammt verwirrend. Da hinten, okay. Lauf, Lara. Lauf. Wo ist denn das? Hey, was ist denn da? Ich denke, wir planen einen Großangriff. Keine Grenzscharmützel mehr. Was hast du gehört? Einer der Jungs von meinem letzten Job arbeitet in der Zentrale. Er sagt, bald brennt die Erde. Bislang hatte ich Glück. Alle unsere Patrouillen waren außerhalb der alten Mine. Was ist daran Glück? Ich spreche nicht gut Russisch, aber die Worte Achtung und Uran kann ich lesen. Glaub mir, dem Job. Moment mal, das sehe ich mir an. Angriff! Wir werden angegriffen! Okay. War hier noch einer? Nee. Okay. Ach so. Okay. Kann ich? Okay, nein. Ich dachte, ich kann mit dem Drahtseil irgendwie hier hoch, aber... Nein, kann ich nicht. Wie weit sind wir mit dem Bart? Oder mache ich eine Aufnahmesession? Ah, ich mache eine Aufnahmesession, komm. Jetzt muss ich wieder dahin, okay. Okay. Stimmt, hier rüber kam ich da hoch, stimmt. Dein Freund. Tut mir leid, was passiert ist. Bestimmt geht es ihm gut. Das hoffe ich auch. Ach, hier bin ich. Ah, okay. Ja, hier bin ich runtergegangen. Dahin. Warum kann ich keinen hinmachen? Aber da hinten kann ich noch einen hinmachen, oder? Ja. So. 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 Nice. So, und da oben war doch auch... Ja, doch. Hier oben war doch dieser Laden, wo ich was mit den Münzen kaufen konnte, ne? Hier oben irgendwie. Da war ich noch nicht, oder? War ich hier schon? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Aber hier ist auch nichts. Okay. Oder? Ne, nur Blätter, okay, nur Holz. Nur Holz, alles gut. Ich hab nichts übersehen. Hoffentlich.
Hopp. So, wenn ich jetzt hier hochging, ne? Dann dort in diesem Haus hier links. Ja.